der Nutzen hängt von der Krankheitslast ab. Der ist bei Kindern, die Statistiken hier sind ja einigermaßen gut, weit geringer als bei den älteren Altersgruppen. Wer über 50 ist, hat im Prinzip alle über 50 tragen 99,x% der Sterbefalllast für die Corona-Infektion. Darunter liegen die Erkrankungen auch, aber eben Infektionen bis dann zu atypischen, bis zu asymptomatischen Erkrankungen. Was ich vorher sagen kann, ist, dass für Kinder eine sehr hohe Hürde besteht, eine Impfung durchzuführen. Hier muss auch ein entsprechender, natürlich gesundheitlicher, medizinischer Schaden auch vorliegen und der darf auf keinen Fall den Nutzen, den die Impfung bringt, und auch das Risiko übersteigen. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an die Frau Nguyen Kim. Ich sage Sie uns herzlich begrüßt hier in dieser Runde. Ich glaube, wir können Sie gut gebrauchen als jemand, die nicht nur einen anspruchsvollen YouTube-Channel, sondern auch eine sehr fresche Kommunikationsart und Weise hat. Und deswegen geht meine Frage ganz gezielt an Sie, ob Sie uns mal einen Eindruck vermitteln können, über wen wir hier eigentlich genau reden, was Verweigerung oder Skepsis angeht. Danke für die Frage. Das ist natürlich nur erstmal eine Definitionssache. Nach meinem Verständnis sind Impfverweigerer Menschen, die jetzt wirklich so ein ganz tiefes Misstrauen auch in die Regierung, in Ministerien, in Behörden haben und vielleicht auch sogar extreme Verschwörungserzählungen glauben, ne, die dann. Und ich glaube, das ist aber jetzt schon eine Minderheit, wo es sich aus unterschiedlichen Gründen nicht lohnt, die gezielt abholen zu wollen. Erstens, weil ich wirklich glaube, dass da rationale Argumente nicht helfen. Selbst ohne diese starken Impfgegner würde man die Herdenimmunität erreichen. Und soweit ich informiert bin, ist das jetzt bei Corona auch so, dass die Impfbereitschaft grundsätzlich ganz solide ist und auch eher steigt. Und es gibt aber Skepsis, Sorgen zur Sicherheit. Und da ist meine Erfahrung, dass man den Leuten mehr zutrauen muss, mehr Details zur Verfügung stellen muss. Und am sinnvollsten rein, ich sag mal, logistisch finde ich da eine Landingpage, eine offizielle, weil die meisten ja doch offiziellen Seiten da noch vertrauen, wo man im großen Detail Sachen findet. Wir kriegen oft das Feedback bei Meile zum Beispiel, dass man bei uns irgendwie Infos findet, die man sonst nicht so leicht kriegt. Das ist schlecht. Also es müsste eigentlich mehr ins Detail gehen. Und dann die Ansprache, da muss man natürlich gucken, in einer Kampagne kann man nur sehr verkürzte Sachen transportieren. Und da darf meiner Meinung nach nicht der Eindruck entstehen, so jetzt lasst euch mal bitte alle impfen, sondern es sollten eigentlich zwei Messages sein. Erstens, habt ihr Bedenken, informiert euch hier, informiert euch, weil darum geht es meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, gerade jetzt im Hinblick auf den Sommer, es wird alles entspannter. Vielleicht verspüren viele nicht mehr so gerade die Jüngeren, die jetzt nicht priorisiert waren, nicht mehr so die Notwendigkeit, da eher mal so dran zu erinnern. So, ne, hast du dich schon um Impftermin gekümmert? Ne, hier geht's lang. Also das sind und dann, das ist eben die Ansprache, aber so verkürzte Messages oder so Kampagnen, die gezielt zum Beispiel Jugendliche ansprechen sollen, können schnell nach hinten losgehen, weil Jugendliche ein großes Gespür dafür haben, für Anbiederung, sage ich mal. Ich finde, das eine ganz, ganz wichtige Tatsache ist, dass man versteht, dass das Virus ja nicht ausgerottet werden wird. Das wird halt nirgendwo hingehen, es wird halt höchstens noch mutieren. Das bedeutet in der Folge, dass man früher oder später sich infizieren wird, wenn man nicht geimpft ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz klar. Ich denke nicht, dass es in der Breite angekommen ist. Ne, ich meine, je niedriger die Inzidenzen, desto länger wird es dauern, also statistisch, bis man sich infiziert. Aber irgendwann wird es halt sein und dann muss man einfach die Leute aufklären über die Risikoabwägung. Es geht hier um nicht impfen versus vielleicht kriege ich es auch nicht, sondern es geht um die Risikoabwägung Impfung versus ich krieg's. Die Frage ist halt nur, wann. Das ist halt eine Frage, das kommt da halt ganz auf, hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber das ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Ja, ich würde Sie sehr gerne weiter fragen. Das Thema Impfung von Kindern ist gerade schon Thema gewesen, wenngleich eher
aus der Perspektive, aus der versucht wird, Impfskepsis zu schüren. Ich halte Impfungen von Kindern und Jugendlichen vor dem Hintergrund PIMS und Long-Covid-Gefahr für sehr sinnvoll. Und da wir da ja jetzt zeitnah zu einer Impfmöglichkeit kommen, was halten Sie aus Ihrer Sicht für den besten Weg, um Kinder, Jugendliche und auch vor allen Dingen ihre Eltern, die ja aufgeklärt werden müssen, zielgruppengerecht anzusprechen? Frau Dr. Nguyen Kim. Ja, also ich glaube, gerade wenn wir jetzt so Jugendliche so ab 12, wenn wir an die denken, die sollten wir nicht unterschätzen. Also mit denen kann man genauso reden wie mit Erwachsenen. Die wollen es auch ganz genau wissen. Und da geht es eher darum, dass man die Informationen bereitstellt. Gerade ist das Wort Debunking gefallen. Also wenn jetzt Desinformation widerlegt werden kann, ziemlich deutlich, auch mit entsprechenden nachvollziehbaren Belegen, dann ist das immer gut. Noch besser ist es, also machen wir das zum Beispiel in unserer Arbeit, dass wir schon auf dem Schirm haben, gut verfolgen, was gibt es an Verschwörungstheorien, Erzählungen. Da sollte man unterscheiden zwischen, keine Ahnung, ich bin irgendwie so mit Bill Gates und bereichere mich persönlich am Impfstoff, sowas muss man einfach ignorieren, das ist Quatsch. Aber wenn es jetzt sowas ist, alles um AstraZeneca mit den Thrombosen oder kann mRNA-Impfstoff irgendwas mit dem Erbgut machen, das ist einfach wichtig, sowas auf dem Schirm zu haben, das zu verfolgen und dann, wir nennen das Pre-Debunking zu machen, also nicht auf etwas zu reagieren, was immer schwierig ist, weil man natürlich auch, die heutige Medienlandschaft ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, man möchte Desinformation natürlich auch nicht wiederholen und allein dadurch verbreiten, sondern das einfach im Hinterkopf haben und dann sehr sachlich mit allen Belegen nachvollziehbar in einer einfachen Sprache, richtig stellen. Die einzige Möglichkeit gegen Desinformation ist verlässliche Information. Vielen Dank. Es wäre noch eine Minute übrig, die geht in den Spendentopf.